Ja, ist auch uninteressant, leider. Okay. Aber nur noch drei Identifikationszonen. Das heißt, wir müssen gleich in die Stadt gehen. Und hier gibt es noch ein bisschen Gold. Und eine liebe Truhe. Nochmal einen Helm gefunden. Ja, das ist wieder schlecht. Und. Ja, das ist auch nicht unbedingt was Tolles für mich, weil ich habe ja da mein tolles Ding da momentan. Also weg damit. Ja, ich sehe gerade, dass da, wo ich herlaufe, wird gar nicht auf der Karte angezeigt. Sehr mysteriös. Und sonst hier runter, da gab es ja nichts mehr. Also, weiter geht's hier. Und wieder ein paar blaue Items. Ah, was haben wir da? Handschuhe, ein Bogen. Hey! Und ein Ring. Ah, und wieder Heiltränke nehmen wir natürlich auch mit. Ein Barrel. Ah, und der kleine Gnom da. Ah, alleine hatte er da gar keine Chance. Und hier so ein Attentäter-Ding. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die machen, wenn man daneben stehen bleibt. Okay, hier unten ist nichts. Und die herzliche Echse, weg damit. Ja, gehen wir direkt hier weiter, weil wir jetzt hier unsere Skelettarmee haben. Danach gucken wir, was da ist. Aber das scheint noch eine Sackgasse sein, sehr gut. Okay, keine böse Truhe, die mich umbringen möchte. Ja, und dann bleibt nur noch dieser Weg hier. Na komm, geh weg da. Ah, der kleine Eidechsenmann platzt immer so schön. Oh, und da sind irgendwelche. Irgendwelche Trolle gefangen. Da kommt wieder Schatztruhe, die mich speisen will. Oh, ja, noch mehr von den Viechern. Und ein Elmbogen. Ja, und wenn ich diesen Hebel hier aktivieren werde, werden hundertprozentig diese Dinger da rauskommen, die Trolle. Aber wir können die auch einfach mal hier so. Nicht. Oh, geht doch nicht da durch. Dachte schon. Ja gut, dann nehmen wir das hier mal. Ah, das habe ich in Ember. Oh. Kann nicht mehr tragen. Dann müssen wir wieder was identifizieren. Unnötiger Mist. Unnötiger Mist. Unnötiger Mist. Ja, und das war's mit dem Identifizieren erstmal. Aber das hier können wir noch nehmen. Ja, und dann. Gehen wir jetzt mal hier gegen die Dinger kämpfen. Ah, die sind aber auch schnell kaputt, also. Ja. Vier Schüsse oder so pro Ding. Und dann eine Pistole und. Komm. 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 Ah, hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin und dafür hat man es wohl gemacht, für die beiden Truhen. Oh, ja, okay. Eine Identifikationsrolle, jui. Und hier wieder ein bisschen, ja. Krempelquatsch. Schuhe und eine Axt. Die Axt hätte ich ja eh nicht brauchen können. Ja. Ja. Was haben wir da? Haben wir da was Gutes? Ja, ist ganz ordentlich auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, gehe ich nochmal kurz in die Stadt und verkaufe den Krempel. Hier ist ja nur Mist drinne, das kannst du dann schon mal verkaufen gehen, mein kleines Pet. Oh, ich sehe, da sind noch mehr Tränke drinne.
Oh, ich sehe, ich habe jetzt auch schon allgemein relativ viel Tränke. Ja, okay. Machen wir das so und dann können wir noch ein Item tragen. Holen wir hier die. Achso, und das Pad schicken wir so verkaufen, weil dann muss ich das schon manuell wegschicken. Also kann man cheaten, dann ist das Pad direkt wieder da. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und jetzt gehen wir kurz unser Inventar leeren. Nein, du bist der falsche Händler. Zu dir wollte ich gar nicht. Ich wollte doch zu dir hier. Okay. Und ich hätte gerne hiervon ganz viel. Ah, so rum. Und dann identifizieren wir mal schnell. Schlecht, 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 schlecht. Schlecht, schlecht, okay. Ja, dann verkaufen wir mal hier die Low-Budget-Heiltränke mal. Und das hier müssen wir noch in die Truhe packen. Ja, packen wir mal hier so ein 20er Pack davon und ein 20er Pack davon auch in die Truhe. Dann schleppe ich nicht so viel mit mir rum. Okay. Und du hast hier, ja, deinen Fisch. Gucken, ob der die Tränke hier. Aha. Die Tränke, die ich dem verkauft habe, sind also wesentlich teurer als die Tränke, dieselben Tränke, die er mir regulär verkaufen würde. Nun gut. Ah, und dann gehen wir auch jetzt zu dem kleinen Robomann. Der freut sich ja bestimmt. Kriegen wir euch diesen epischen Ring, der halt scheiße ist. Ja, die Bühne ist ein einsamer Platz, mein Freund. Bla bla bla. Ja, das ist schlimmer als 1000 Feinde. Ja, und jetzt habe ich halt diesen Schnittermenschen gekillt und deswegen, ja, gibt ihm jetzt hier die Belohnung und hat auch schon wieder eine neue Mission für mich. Also erzählt er irgendwie, wurde hier erbaut und erzählt die Geschichte von seinem Schöpfer. Und hat hier irgendwelche Leute auf der Straße unterhalten. Und er möchte hier eine Geschichte über Kek'Gar, der Verräter, erzählen. Der schon ganz viele Helden getötet hat. Und der befindet sich in Ebene 23 unter Torchlight. Ist das nicht unglaublich? Ja, hey. Ja, und ich soll das Biest töten, dann werden wir beide Helden und dafür bekomme ich hier wieder was. Oh, sogar hier Level 27 Anforderung. Ziemlich hoch. Nehmen wir das mal an. Gucken wir mal gerade rein aus Interesse, welches Level ich überhaupt habe. Ich bin Level 20, okay. Und im Fame bin ich, ja, 12 erst. Okay, gehen wir in die Truhe und lagern mal den Kram hier wieder ein. Oh, langsam wird die Truhe hier aber auch ein bisschen voll schon. Also muss ich bald mal mich aufmachen und die ganzen Sachen hier kombinieren. Und die Tränke packen wir hier noch rein und die anderen Mana-Tränke noch. Ja, das hier wird verkauft. Komm her. Hier, nimm das. Ja. Ja, Waffen ist da Mist nur. Und gucken wir hier bei dem, ob der vielleicht noch eine Waffe hat. Ja. Wir müssen halt. Was, oh, hier ist was Gutes. Aber hat halt den langsamen Attack. Also eine Armbrust muss ich mal so holen. So eine komische. Okay. Die kannst du dich beim Glückshändler dann holen. Haben wir denn nicht noch irgendwas, was ansatzweise hier in den Schaden in die Nähe kommt von meinem Ding? Ja, sieht schlecht aus. Der Helm hier sieht schön aus. Ich würde den einfach nur kaufen, weil er so schön aussieht. Na gut. Wie viel Geld habe ich denn eigentlich wieder? 12.000, toi, okay. Ich könnte natürlich jetzt hier wieder ein bisschen rumgambeln.